Hallo Leute, hallo Cross-Out-Fans, Schuldiger. Wieder mal eine neue Ausgabe von Fragen und Antworten an die Entwickler vom 26.08., also der zweite Teil aus dem August. Ich habe sechs Fragen rausgesucht, zwei habe ich oder drei habe ich weggelassen, die ich nicht allzu wichtig fand. Aber legen wir los. Frage 1. Ich habe eine Frage. Ich drücke den richtigen Knopf zum Spawnen von Bots, aber es funktioniert nicht. Warum? Also gemeint ist die Teststrecke in der Garage, wo man Bots zuschalten kann. Die Antwort der Entwickler: Hallo, du kannst in der Testphase keine Bots spawnen, wenn Gäste anwesend sind. Das wusste ich so im Detail auch nicht, aber ist ja okay. Kann man ja mal nachkontrollieren, ob das denn so stimmt. Ob das nur nicht geht, wenn Gäste da sind. Auf der Konsole sind ja bekanntlich gar nicht so viele Gäste da. Aber gut. Okay. Frage 2. Hallo, liebe Entwickler. Das letzte Update mit dem Rennen, die Entfernung aller Karten aus der Auswahl, hat vielen nicht gefallen. Frage, warum? Die Antwort der Entwickler: Hallo, wir wollen spezielle Karten für Rennen erstellen und wir haben nicht vor, die alten Karten einzuführen. Aber wir beabsichtigen, neue Karten hinzuzufügen. Ich finde das löblich, ich finde das eine spannende Entwicklung, vor allen Dingen, wenn denn jetzt, und das ist noch nicht offiziell angekündigt, wann das soweit ist, dass eben halt es Rennen nur für Räder oder zumindest mal Rennen ohne Hover gibt und auch Rennen nur für Hover oder mit Hover. Das wird das Ganze nochmal ganz spannend machen und da finde ich es gut, wenn es extra Karten für diesen Brawl gibt. Aber gut, ich glaube, ich sagte das aber schon das letzte Mal. Dann kommen wir zu Frage 3. Hallo, warum startet ihr Events zur Aufwertung von Kabinen und Waffen, aber ignoriert Module und Fahrgestelle? Antwort: Hallo, wir werden die Möglichkeit und Notwendigkeit von Events für andere Arten von Teilen diskutieren. Das kann man so stehen lassen, das ist ja okay. Frage 4. Im Moment planen wir nicht, in Anführungszeichen. Wir planen, was plant ihr denn aktuell überhaupt? Also es ist richtig, bei Fragen und Antworten kommt sehr oft von den Entwicklern die Antwort, das planen wir im Moment nicht. Und dann nichts weiteres dazu. Also ist die Frage durchaus berechtigt. Hallo, die Antwort. Hallo, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir im Rahmen dieses Formats den Inhalt zukünftiger Aktualisierung nicht ankündigen oder bereits angesprochene Themen diskutieren werden. Alle Pläne werden in Entwicklerblogs angekündigt. Kann man auch so stehen lassen. Bei Fragen und Antworten ist es ja eher so, dass man zwischen den Zeilen so ein bisschen lesen muss, um rauszukriegen, woran die dann arbeiten. Und manchmal haben sie Bock dazu, da ein bisschen drauf zu antworten, manchmal nicht. Aber wenn es Neuerungen gibt, dann kommen diese am Plan sind, dann kommen die wirklich im Entwicklerblock. Das stimmt. Alles klar. Dann Frage 5. Wird die Physik der Radhaftung überarbeitet werden? Zumindest bei Rennen. Im Moment hat das Auto die Tendenz, die hohen Geschwindigkeiten wie 100 plus sehr unrealistisch zu rutschen. Hallo, wir planen insbesondere an Bewegungsteilen und Rädern zu arbeiten, aber es ist unwahrscheinlich, dass wir die Bodenhaftung ändern werden. Außerdem halten wir es nicht für richtig, für verschiedene Modi unterschiedliche Parameter festzulegen. Also in Rennen fällt das schon stark auf. Also, es ist sehr schwer. Mir ist es noch nicht gelungen, ein richtiges Auto zusammenzustellen, dass man wenigstens vernünftig über also driften könnte in die Kurven. Also rein gefahren ist es sau schwierig. Also finde ich es auch nicht das Gelbe vom Ei. Was die da antworten, für unterschiedliche Modis unterschiedliche Parameter festzulegen, finde ich gut. Aber dann sollten sie auch in der Test Also in der Garage, auf der Test, auf dem Testgelände, Verhalten ist die Fahrphysik und auch die Bodenhaftung der Räder eine andere als hinterher auf der Rennstrecke. A, das müssten sie dann auch gleich machen. Und B, bin ich dafür ganz klar, dass man ein eigenes Match erstellen kann und auch eigene Rennen, also den Brawl-Rennen da, damit man da die Strecken üben kann
und auch ausprobieren kann, mit welchen Radstrecken. Das ist mir dann ein bisschen zu wenig, das nur an dem Renntag, an dem Freitag zu gewissen Zeiten machen zu können. Also direkt in den Rennen. Das hätte ich gerne in den Teststrecken. Aber das ist nur meine Meinung und ich werde es denen auch noch schreiben. Weil als Fakt so auf dem Testgelände ist eine andere Fahrphysik als hinterher auf der Rennstrecke. Und das ist ja blöd. Wie soll man denn ein Fahrzeug testen oder ausprobieren? Okay. Dann haben wir noch eine Frage. Das ist die Frage 6. Hallo, liebe Entwickler, habt ihr vor, die Möglichkeit hinzuzufügen, Bewegungsteile auf allen Seiten des Panzerwagens anzubringen? Immerhin habt ihr diese Möglichkeit bereits in einem anderen Test mit Hovern in Betracht gezogen. Warum habt ihr diese Idee aufgegeben? Die Entwickler. Hallo, diese Möglichkeit sollte einige Probleme mit Bewegungsteilen lösen. Während der Tests kamen wir aber zu dem Schluss, dass dies nicht gelöst werden. Also haben wir beschlossen, diese Idee aufzugeben. Okay. Gut, das war's mit der heutigen, mit der diesmaligen Folge Fragen an die Entwickler. Zweite Teil August. Ich bin ein bisschen spät dran, das macht aber nichts. Ich denke, der erste Teil im September wird Fragen und Antworten an die Entwickler wird Mitte September kommen, wieder um den 15. rum. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit Crossout. Bis zum nächsten Mal.